Hallo, hier ist Christoph und das ist ein Hands-on mit dem neuen BioTab 11. Das ist das dünnste Windows-Tablet mit dem Intel-Core-Prozessor und wir haben hier schon die neueste Intel-Prozessor-Generation integriert, und zwar den Core i5 gibt es natürlich in verschiedenen Variationen. Allerdings das Interessante ist nicht nur, dass es wirklich sehr dünn und auch sehr leicht ist, sondern wie ihr hier seht, wir haben hier direkt einen Kickstand integriert, das heißt, ihr könnt das Tablet hinstellen und hierzu gibt es auch noch passend eine dünne Tastatur, die hier auch sogar einen Akku integriert hat, und zusammengedockt wird das im späteren Zustand zum Laden zum Beispiel hier direkt einfach über diesen magnetischen Anschluss, und dadurch wird das Gerät hier oder beziehungsweise die Tastatur schon geladen. Das Ganze wird dann zum Beispiel über NFC verbunden, beziehungsweise hier kann das dann auch ein- und ausgeschalten werden und natürlich auch hier dieses Trackpad deaktiviert werden. Das Trackpad allein hier hat so eine geraute Oberfläche, fühlt sich jetzt nicht ganz so hochwertig an wie bei den normalen anderen Sony Bio Geräten, also Ultrabooks, aber dafür ist das wirklich eine dünne Tastatur. Ich denke, hier kann man auch wirklich problemlos längere Texte schreiben. Und wenn man nur das Tablet mitnehmen möchte, ohne Tastatur, kann man das auch ohne weiteres machen. Und das auch hier wirklich kompakt. Wir haben hier oben die Lüftungsschlitze, dann eine Exmo Air Kamera für Computer, die wir auch beim Sony Bio Duo 13 schon gesehen haben. Hier gibt es einen Micro-SD-Karten-Slot und einen SIM-Slot. Das heißt, es gibt hier auch eine UMTS-Variante. Des Weiteren hier den Volume Rocker und den Sony-typischen On-Off-Button. Auf der Unterseite haben wir dann nichts. Und auf der rechten Seite weitere wichtige Anschlüsse unter dieser Abdeckung. Etwas schade, USB 3.0 bzw. Micro HDMI. Das mit der Abdeckung ist nicht unbedingt die beste Lösung, vor allem wenn man öfter mal irgendwie einen USB-Stick oder ein anderes Gerät benutzt. Natürlich hier dann auch noch der Ladeanschluss. Vom Display her, das dürfte auch wieder mit der neuen Triluminos-Technologie kommen, die sehr gut ist, allerdings ist sie von den Blickwinkeln nicht ganz so stabil, wie wir das von anderen Geräten kennen. Trotzdem hier bereits der neue Intel Core i5 bzw. i7 Prozessor integriert, 4 GB Arbeitsspeicher, und auch sehr schön, dass hier Sony wirklich bei fast jedem neuen Gerät einen integrierten Digitizer hat. Das heißt, wir können hier direkt mit einem Stylus arbeiten, Handschriftnotizen machen. Dazu gibt es dann auch ein paar Applikationen, wie wir das eigentlich so von Sony schon kennen. Und ja, macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck. Preis bzw. die Verfügbarkeit wissen wir momentan leider noch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das hier ist wirklich eine Überraschung gewesen hier von der IFA, weil von dem hat es eigentlich wenig Gerüchte gegeben oder sonstiges. Aber wenn ich hier das Gerät anschaue, von der Verarbeitung ist es recht gut. Wir haben ja hinten auf der Rückseite diesen Kunststoff und der integrierte Kickstand plus dieses 11 Zoll Display und die Tastatur. Wirklich eine feine Sache, ähnlich dem von Microsoft Surface, nur halt in kompakterer Form und mit richtig Power mit dem neuen Intel Haswell Prozessor. Das war ein erstes Hands-on. Ich bin Christoph, ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.